Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Meine Lieblingsmenschen, ich wünsche euch allen frohe Weihnachten, euren Familien und euren Freunden, dass ihr gesund ins neue Jahr kommt. Es ist so schön, dass es euch gibt. Ich liebe euch und freue mich, dass wir heute mit diesem einfachen Weihnachtslied wirklich eine gute Stimmung bei euch zu Hause einpflanzen können, und ich wünsche mir wirklich nichts mehr, als dass wir im nächsten Jahr wirklich dieses blöde Virus besiegt haben und richtig geil durchstarten, uns live treffen zum Gitarren-Event in den Kursen. Und meine Lieben, das Lied ist so leicht zu spielen, dass es wirklich jeder von uns mitnehmen sollte. Wir haben die Akkorde drin G-Dur, A-Dur und D-Dur. Das sind die drei Dur-Akkorde, die wir im Lied immer wieder spielen. Und ja, es ist für die fortgeschrittenen Anfänger auch noch ein B-Moll drin. Den zeige ich euch nochmal separat. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, ihr Lieben, ihr müsst irgendwann den Barré lernen. Und es gibt nichts Besseres, als mit einem B-Moll anzufangen, statt einem F-Dur, weil der einfach sehr viel schwerer ist als der B-Moll. Und sie sehen sich aber optisch ziemlich ähnlich. Ja? Also B-Moll ist der bessere Einsteiger-Barré-Akkord, wenn man das so haben will. Ja, wir spielen zunächst den G-Dur mit dem Mittelfinger hier auf dem dritten Bund der E-Seite. Zeigefinger greift den zweiten Bund der A-Seite. Die restlichen bleiben frei und unten auf der hohen E-Seite greift der kleine Finger die Note G. Das ist der dritte Bund auf der hohen E-Seite. Ja, und dann schlagen wir über alle Seiten drüber. Bleiben wir aber beim G-Dur und schlagen mit dem Plektrum von oben herab einfach immer nur viermal den Akkord an. Ja? Und wechseln dann auf den A-Dur, den haben wir im letzten Video schon kennengelernt. Ja. A-Dur. Und hier ist es mir sehr wichtig, dass ich die tiefe E-Seite nicht mitspiele. Ich dämpfe sie hier oben mit dem Daumen ganz leicht ab, dass, falls ich zufällig über die Seiten drüber komme, dass ich sie dann einfach nicht mit drin habe in dem Klang. Ich will diesen A-Dur wirklich schön sauber drin haben. Wir greifen ihn mit dem ersten, zweiten und dritten Finger jeweils im zweiten Bund der D-, G- und B-Seite. Ja, so sieht er aus. Haben wir im letzten Video schon gelernt. Es ist immer so schön, wenn sich die Dinge ergänzen miteinander. Genau, den schlagen wir viermal an. Ja, und dann geht es zum D-Dur. Den D-Dur, da können wir den Ringfinger auf der Seite lassen, einfach einen Bund weiter vorschieben auf den dritten Bund und setzen den ersten und den zweiten Finger jeweils in den zweiten Bund der G- und der hohen E-Seite. Ja. Schlagen tue ich über die unteren vier Seiten drüber. Ganz wichtig, dass die oberen zwei, die tiefen zwei Seiten nicht mitklingen. Hier dämpfe ich nicht mit dem Daumen ab, das ist mir zu aufwendig, ganz einfach. Ja, also ich spiele hier einfach nur, ich achte darauf, dass mit der rechten Hand schön so spiele, ja. Okay, jetzt kommen wir zu einer Schlüsselstelle. Entweder du spielst den B-Moll, ja, weil du ihn schon spielen kannst, oder er ist dir auf die Kürze der Zeit zu schwer zu lernen. Dann bleibst du einfach auf dem D-Dur liegen. Spielst du den D-Dur statt dem B-Moll. Das kann man machen, weil die sehr, sehr eng verwandt sind miteinander, ohne jetzt noch weiter in die Theorie zu gehen. D-Dur und B-Moll sind so eng verwandt miteinander, dass man sie gegeneinander austauschen kann. Ja, das ist ziemlich cool. Und als Anfänger bleibst du einfach auf dem D-Dur stehen, machst einfach statt vier Schläge D, machst du einfach acht Schläge D. Ja? Feliz Navidad. A-Dur. Feliz Navidad. 5, 6, 7, 8. Ja? Achtmal. Du spielst relativ schnelle Abschläge und achtest darauf, dass es nicht hektisch wird. Ja? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ja, es ist eh schon schwer genug, diese Akkordwechsel schnell hinzukriegen, wenn man noch nicht so lange Gitarre spielt. Und ja, wie gesagt, also dann ist es gar nicht so schlecht, sich auf dem D-Dur ein bisschen auszuruhen. Feliz Navidad. Prospero año felicidad. Es ist im Original sehr hoch. Und ich habe auch überlegt, ja, sollen wir vielleicht das Lied transponieren extra für euch? Dann haben wir aber das Problem, dass ihr nicht mit der CD mitspielen könnt, mit dem Original. Vielleicht wollt ihr das ja auflegen und dazu spielen, weil dann sind auch die Bläser dabei. Und das ist insgesamt die Stimmung, hebt natürlich die Stimmung. Ein sehr guter Tipp auch für alle Anfänger, versuchen mit dem Original mitzuspielen. Nachdem ich euch im letzten Video schon die Akkorde alle gezeigt habe, sage ich mir, ja, okay, ihr könnt sie wahrscheinlich schon, weil ich davon ausgehe, dass ihr das sehr fleißig geübt habt. Und dann bleiben wir jetzt einfach in dieser Tonart. Versucht hoch zu singen. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Und jetzt die Profis greifen jetzt schnell auf den B-Moll. Ja?
B-Moll mit Barré im zweiten Bund. Und hier vorne greifen wir mit dem Ringfinger, Kleinfinger und Mittelfinger einen A-Moll-ähnlichen Griff. Ja, im vierten Bund ist der Ring und der kleine Finger zu finden auf der Note Fis und auf der Note B. Und hier oben, dritter Bund der B-Seite, ist die Note D. Und das greifen wir mit dem Mittelfinger. Und ganz wichtig nochmal für alle, ich sage einfach nochmal den Tipp für alle, wenn ihr Barrés noch nicht spielen könnt, greift doch einfach nur den Grundton ab und dämpft mit dem Rest des Fingers die hohe E-Seite ab. Dann habt ihr diese Töne, aber versucht die wenigstens sauber zu greifen. Und ihr werdet sehen, mit der Zeit werdet ihr immer mehr Lust kriegen, auch diese Note E, die Note Fis hier unten mit in den Finger reinzubauen. Das wird so ganz spielerisch und freudig auch passieren auf deiner Hand. Und es ist echt wichtig, dass ihr nicht verkrampft. Ja. Aber dadurch, dass die Akkorde sehr schnell gewechselt werden, ist es eben besonders schwer. Also das ist wirklich ein kleiner Test, ob ihr dann den Barré wirklich super drauf habt. Ich mach's mal kurz vor in der schnellen Variante. Feliz Navidad, 2, 3, 4, A-Dur. Feliz Navidad, D-Dur, D-Moll. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Auf D-Dur bleiben. So schön. Am Ende habt ihr diese Entspannung auf D-Dur, dass ihr dann keinen B-Moll mehr braucht. Und dann fängt es eben wieder an, dann wird es wiederholt. Und dann kommt später eben die englische Strophe oder der englische, das ist ja eigentlich nur ein Lied, was aus lauter Chorussen besteht. I wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas. Wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Ach, so schön. So einfach zu spielen. Allerdings, wenn ihr jetzt nur Anschläge macht, dann fehlt so ein bisschen dieser peppige Rhythmus. Und dafür, ihr wisst es ja, ich habe mal diese Schlagmustersammlung für euch vorbereitet, vor vielen Jahren schon, die 10 wichtigsten Schlagrhythmen für Gitarre. Da gibt es eine PDF, die ladet euch bitte runter. Googelt es einfach, Georg Norberg, PDF, Schlagmuster, ja, Gitarre, Schlagmuster, Gitarre, PDF, Georg Norberg. Irgendwie sowas eingeben, dann kommt die PDF-Datei zum Ausdrucken und ganz unten kommt genau dieses Schlagmuster. Ja, da haben wir am Anfang eben mit einem Abschlag eine Viertelnote, ja, und dann kommt dieses X. Und das X ist das, der Einstieg in euer perkussives Spiel, was viele von euch einfach gerne lernen wollen. Da klopfen wir mit der rechten Hand, so wie sie ist, in die Kamera. Ich zeige es euch nochmal, dass es richtig geil funktioniert. Bam! Ja, so ein bisschen Schwung nehmen, einen leichten Klaps geben. Ja. So, also nicht versuchen, mit einem steifen Arm so drüber, das wird nichts. Ja. Sondern gebt einfach so einen leichten Klaps aus dem Handgelenk. Einfach drauf. Ich habe das schon einige Male gezeigt und ich zeige es immer wieder gerne, weil diese Technik einfach cool ist. Genau. Die funktioniert eben so. Ja, diesen Schlag nennt man einfach Dead-Note-Schlag, tote Noten, die da klingen. Das ist so ein perkussiver Rhythmusschlag. Und damit simulieren wir den Schlagzeuger mit seiner Snare. Der spielt eben immer 1, 2, 3 und 4. 1, 2, 3 und 4. Ja, das ist so ein typischer Backbeat-Schlagzeug-Rhythmus. Und auf 2 und 4 klopft er immer seine Snare-Trommel, diese schepperige Trommel, die er zwischen den Beinen stehen hat. Und das machen wir auf der Gitarre. Wenn du das mit dem Plektrum spielen kannst, dann ist dieser Schritt nachher auch im Picking nicht mehr so weit entfernt für dich. Also es lohnt sich, diesen perkussiven Schlag mit einzubauen, wann immer du kannst. Und ganz ehrlich, also es lockert deinen Rhythmus derartig auf, dass du mit der Gitarre so spielen kannst. Klingt, als wäre irgendwie jemand mit einem Schellenkranz dabei oder der Schlagzeuger, der dich unterstützt. Und übt es erstmal langsam, ja, kriegt diese Bewegungsabläufe rein in die rechte Hand. Und jetzt zeige ich dir mal, wie die rechte Hand genau dieses Schlagmuster umsetzt. Ja, wir spielen einen Abschlag auf der Zählzeit 1. Ja, wir machen 1 auf dem Akkord G-Dur. Ja, 1, Abschlag. Warten ein bisschen, weil die 1 eine lange Note ist. Und auf der 2 kommt jetzt unser Klopferer. Ja, genau. Und direkt mit diesem Klopfen, ihr wisst ja, wir klopfen von oben nach unten, ein bisschen über die Seiten, sind wir mit unserer Hand sowieso schon unten, da müsst ihr jetzt nichts extra machen und spielt direkt einen Aufschlag. Ja? Ja, ganz langsam gezeigt eben. Und dann kommt auf der Zählzeit 3 ein Abschlag in der Luft. Das symbolisiert, wird durch diesen Bogen symbolisiert, den Haltebogen. Und dann kommt auf der 3 und kommt ein Aufschlag wieder. Auf, ab,
klopfen und dann sind wir beim Klopfen eh schon unten und machen einen Aufschlag nach oben. Mensch, ihr Lieben, ich weiß, wenn man es das erste Mal lernt, glaube ich, klingt das extrem, extrem verwirrend. Ja, aber im Endeffekt im Zusammenhang auf. Es sieht so leicht aus, weil es auch leicht ist. Ja, ihr müsst nichts extra verändern, wenn ihr diesen Klopferer gemacht habt. Nicht noch irgendwie an eine Zusatzbewegung denken, sondern der Klopfer auf der 2 und 4, der sorgt eh dafür, dass ihr unten seid. Also ihr müsst einfach nur ganz faul runterfallen. Ja? 1, 2, 3, 4 und diesen Aufschlag mitnehmen bitte. Und zwar jeden, der nach dem Klopfen kommt. Ja, so kann man sich's gut merken. 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2 und 3 und 4 und Abschlag, Klopfen auf, Klopf auf, ab. Klopf auf, Klopf auf. Ich mach's nochmal langsamer für alle. Ja? Ab, Klopf auf, Klopf auf, ab. Klopf auf, Klopf auf, ab. Klopf. Und hier ist ein Luftschlag, ne? Abschlag in der Luft auf der 3. Nochmal 1 und 2 und 3 und 4 und 1 und 2. 3 und 4 und 1 und 2. Und diesen Schlag, diesen Gitarrenschlag, wenn ihr den einmal gelernt habt, habt ihr den ständig verfügbar. Dann braucht ihr bei ganz, ganz, ganz vielen Songs. Gerade bei diesem Lied sehr schnell gespielt. Nicht drin gehabt. Ich mache ihn jetzt mal rein gleich. Ja. Jetzt noch ein abschließender Profi-Trick für euch. Wenn ihr die Akkorde wechselt und das Schlagmuster spielt, werdet ihr feststellen, es fehlt immer so ein bisschen Zeit. Ihr braucht immer eine gewisse Zeit zum Umgreifen und alles wieder neu zu sortieren. Macht bitte Folgendes. Auf dem letzten Schlag von der 4 und ist es jedem erlaubt, einfach Leerseiten zu spielen. Allerdings nicht so betont. Ja? Also auf 4 und einfach so ganz leicht mit einem Aufschlag die Leerseiten spielen. Ich zeige euch mal, was ich meine. Langsam klingt das extrem komisch. Ja, da ist er. Jetzt kommt er gleich wieder. Ja. Und während dieser Leerschlag passiert, sortiere ich meine Finger in einem ganz, ganz schnellen Mikro-Timing-Bereich sofort meine Finger und setze sie in der Luft schon auf die Saiten drauf. Ja? Sehr, sehr wichtig. Aber das ist so mal wirklich reingezoomt mit einem ganz großen Mikroskop. Wie macht es eigentlich der Profi, wenn man es schnell spielt? Es fällt niemandem auf. Ja? Aber wenn man es langsam spielt, dann merkt man das und es klingt sogar komisch. Ja? Und das muss so sein. Und indem ihr einfach diesen Vier-Und-Schlag nicht so sehr betont, ist es in Ordnung und klingt sogar interessant, wenn man es dann nachher flüssig macht, klingt es sogar interessant, diesen Leerschlag mit einzubauen. Das sind so kleine Profi-Tricks, die dir niemals auffallen, wenn du es nicht erklärt bekommst. Und du denkst, die Profis machen das alle so locker aus dem Handgelenk und da klingt es immer alles richtig. Wichtig ist immer, dass du auf der 1 da bist, also dass du nicht zu viel Zeit benötigst, die Akkorde zu wechseln. Ganz wichtiges Thema, übt das alles aufeinander aufbauend und nicht hintereinander weg. Damit meine ich, übt zuerst die Akkordwechsel, dann übt ihr den Gesang dazu, ja? Dann nehmt ihr vielleicht den B-Moll mit dazu und dann erst das Schlagmuster. Genau dieses aufeinander aufbauende Lernen, Schicht um Schicht, ist das, was mir so wichtig ist, auch im Masterkurs, wo ihr wirklich in 7 Monaten dann in die Bandreife gelangt. Sehr, sehr, sehr geile Sache. Viele Gitarristen sind jetzt so weit, dass sie absolute Bandleader werden. Und da freue ich mich riesig drüber. Es ist so geil, dass ihr da seid. Ich liebe euch alle. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Euer Georg Norberg. Peace out.